Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Folge 10 der Vorlesung Die Punischen Kriege. Heutiges Thema 168, Rom und die Hegemonie im Mittelmeer. Wir schauen auf ein Wendejahr, in dem sich vieles verändert und werden versuchen, diese Veränderungsprozesse, die dort im Gang sind und die aus Rom schließlich tatsächlich die große Hegemonialmacht im Mittelmeer machen, die etwas in Worte zu fassen. Wir bewegen uns jetzt also sukzessive dem dritten Punischen Krieg entgegen, sind aber noch in der Zwischenkriegszeit. Heute hat die Vorlesung nur zwei Kapitel. Erstens, wir gucken mal auf die Kriege zwischen den Kriegen, schauen in einer vergleichenden Perspektive, was können wir eigentlich aus diesen Kriegen machen? Wie können wir sie genauer begrifflich fassen? Und dann zweitens 168 Pydna und der Tag von Eleusis, zwei Großereignisse, die Schlacht von Pydna, die den Schlusspunkt setzt zum dritten makedonischen Krieg, zum Perseuskrieg. Und der Tag von Eleusis, ein Ereignis in Ägypten, vor den Toren Alexandrias, der großen Metropole Ägyptens, eine Konfrontation zwischen Antiochos, dem vierten Epiphanes und einer römischen Gesandtschaft. Und Polybios ist der Chronist dieses Ereignisses. Wir können daraus einiges lernen für die Veränderungen, die sich im Mittelmeer zu dieser Zeit vollziehen. Zunächst aber die Kriege zwischen den Kriegen. Wir blenden nochmal zurück ganz an den Anfang des dritten Buches von Polybios, wo die Darstellung der Vorgeschichte des Hannibalkriegs einsetzt. Dort entwirft Polybios so eine Art historiografisches Programm für sein Gesamtwerk und er legt ganz besonderes Augenmerk auf einen Zeitraum von etwa 50 Jahren zwischen etwa dem Beginn des Zweiten Punischen Kriegs und dem Jahr, jetzt nicht 168, sondern 167, mit dem die Staatlichkeit des Königreichs Makedonien endet. Man könnte das als eine neue Pentekontaithie bezeichnen. Sie wissen, der Begriff Pentekontaithie, der stammt von Thukydides. Das ist der Zeitraum von 50 Jahren, der dem Peloponnesischen Krieg vorausgeht und der eine ganz besonders große historische Dynamik freigesetzt hat. Für Thukydides praktisch das geradezu historisch notwendige Aufeinander Rasseln der beiden Großmächte Athen und Sparta. Und diese 50 Jahre, die Pentekontaithie, brütet sozusagen dann den großen Krieg, den Peloponnesischen Krieg aus. Man könnte jetzt analog für Polybios sagen, haben diese 50 Jahre zwischen 200 oder 53 Jahre zwischen 220 und 167 vor Christus die Funktion. Das ist die Zeit, in der die Hegemonie Roms über das Mittelmeer ausgebrütet wird und in der sich die großen Veränderungen vollziehen, die eben aus der kontinentalen Landmacht Rom eine Weltmacht machen. Das ist für Polybios der Prozess, der ihn eigentlich in seiner Schrift interessiert. Also er schreibt da nämlich das Ganze, worüber wir zu schreiben unternommen haben, nämlich wie, wann und warum alle bekannten Teile der Welt unter die Herrschaft der Römer gekommen sind, einen einzigen Gegenstand und ein einziges Schauspiel bieten, dies aber einen allgemein bekannten Anfang, eine bestimmte Dauer und einen unbezweifelbar feststehenden Abschluss hat, so halten wir es für nützlich, auch die wichtigsten Teile dieses Ganzen, die zwischen dem Anfang und Ende liegen, in kurzer Übersicht anzugeben und vorher zu bezeichnen. Dann das Entscheidende hieran ist also, wie, wann und warum alle bekannten Teile der Welt unter die Herrschaft der Römer gekommen sind. Das ist sein Darstellungsziel, das will er seinen Lesern begreiflich machen. Dann machen wir, gucken wir uns an, was sind denn die Einzelereignisse dieser Epoche? Die Einzelereignisse dieser Epoche aber nehmen ihren Anfang mit den vorgenannten Kriegen, dem griechischen Bundesgenossenkrieg 220 bis 217 und dem Hannibalkrieg 218 bis 201.
erreichen ihr Ende und ihren Abschluss mit dem Untergang des makedonischen Königreichs, ein Jahr nach der Schlacht von Pydna, 167 vor Christus. Der Zeitraum zwischen dem Anfang und dem Ende beträgt 53 Jahre. Innerhalb seiner jedoch liegen Ereignisse von solcher Größe und Bedeutung, wie sie kein früherer Zeitraum von gleicher Dauer in sich umfasst. Also das ist die Zeit, um die es hier geht, diese 53 Jahre zwischen 220 und 167 vor Christus. Schauen wir uns jetzt an, was für Kriege Rom in dieser Zeit geführt hat. Das sind fünf Kriege insgesamt. Der zweite Punische Krieg von 218 bis 201, der erste Makedonische Krieg von 215 bis 205, der zweite Makedonische Krieg von 200 bis 197 vor Christus, der Antiochos-Krieg, also der auch genannt der römisch-syrische Krieg gegen das Seleukidenreich des Antiochos des Dritten, 192 bis 188 vor Christus, und schließlich der dritte Makedonische Krieg, der Perseus-Krieg, 171 bis 168 vor Christus. Das sind alles bis auf den zweiten Punischen und den ersten Makedonischen Krieg relativ kurze Kriege, die Rom sehr schnell für sich entschied. Rom hat alle diese Kriege gewonnen. Der erste Makedonische Krieg ist so ein bisschen so ein Unentschieden, aber sonst hat Rom alle diese Kriege ganz klar gewonnen, jeweils mit einer großen Schlacht, die dann die weitere Kriegführung für den Gegner unmöglich gemacht hat. Und jeder dieser Kriege hat Rom der Hegemonie über das Mittelmeer ein Stück näher gebracht. Wir haben schon in einer früheren Vorlesung die Typologie der Kriege eingeführt, die der Politikwissenschaftler John A. Vasquez in die Forschung eingebracht hat, dass man Kriege nach ihrem Potenzial, also Rivalitätskriege versus asymmetrische Kriege, nach ihrer Intensität, also begrenzte versus totale Kriege, und nach ihrer Komplexität, also binäre versus komplexe Kriege, typisiert. Wir haben dann gesagt, dass diese ersten beiden Faktoren, Potenzial und Intensität, dass man die auf so einem Achsenkreuz markieren kann, und wir haben dann gesehen, dass der erste Punische Krieg ziemlich symmetrisch ist und relativ total sozusagen. Also er wird nicht die ganze Zeit von beiden Mächten mit allen ihren Ressourcen geführt, aber dann schon in der Schlussphase sehr deutlich erkennbar, eigentlich von beiden Mächten als totaler Krieg fast geführt. Rom bietet sogar private Mittel auf, um daraus eine Flotte zu finanzieren, weil es anders einfach nicht mehr geht. Jetzt schauen wir auf die anderen Kriege der Epoche, wo die in diesem Achsenkreuz einzuordnen sind. Der zweite Punische Krieg, also der Hannibalkrieg, ist genauso symmetrisch wie der erste Punische Krieg. Und wenn es denn möglich ist, dann ist er sozusagen noch eine Spur totaler als der andere. Hier wird also von Anfang an, zumindest aus römischer Sicht, um die nackte Existenz gefochten. Der Krieg spielt sich vor der Haustür ab in Italien. Es werden solche Strategien wie die der verbrannten Erde gefahren. Also ein Krieg, in dem es zumindest für die Römer in der ersten Phase sehr stark um die Existenz geht, aber letztendlich auch für Hannibal geht es um die Existenz. Denn Hannibal weiß, wenn sich dieser Krieg zu lange hinzieht, wenn er die Entscheidung nicht bald erzwingen kann, dann hat er diesen Krieg verloren, und dann geht es vermutlich auch Karthago an den Kragen. Also ein Krieg, der symmetrisch ist und von beiden Seiten mit der Aufbietung maximaler Ressourcen geführt wird. Ganz anders der erste makedonische Krieg, also zumindest aus römischer Sicht ein sehr begrenzter Krieg. Man engagiert sich eigentlich kaum in dem Krieg und man lässt Bundesgenossen in Griechenland, vor allem die Aitholer, dort die Drecksarbeit erledigen. Deswegen ist der Krieg auch kaum symmetrisch zu nennen. Also die beteiligten kriegführenden Kräfte sind höchst unterschiedlich strukturiert. Der Aitholerbund völlig anders als das Makedonien Philipps des V. Und eben Rom nimmt eigentlich direkt an diesem Krieg kaum teil.
Ganz symmetrisch dagegen ist dann der zweite makedonische Krieg, der ebenfalls wieder gegen Philipp V. geführt wird und mit einem Sieg Roms endet. Da prallen Rom und das Makedonien Philipps frontal aufeinander. Der Krieg wird direkt geführt. Er wird aber zumindest von römischer Seite längst nicht mit diesem Großaufgebot an Ressourcen geführt, wie das im Ersten und im Zweiten Punischen Krieg der Fall war. Also hier insofern eine andere Situation als bei den Punischen Kriegen. Anders wiederum noch stellt sich das im Antiochos-Krieg dar, 192 bis 188. Ein Krieg, der überwiegend in Kleinasien geführt wird, weit ab von Rom. Dort bietet Rom durchaus erhebliche Ressourcen auf, unter Führung des Lucius Cornelius Scipio. Es ist ein Krieg, der in der Bedeutung doch deutlich höher rangiert für Rom als der Zweite Makedonische Krieg. Und er ist ebenfalls, wie die ganzen Kriege zwischen den großen Imperien der Epoche, ein symmetrischer Krieg. Schon eine Spur asymmetrisch, weil Makedonien eben eigentlich keine richtige Großmacht mehr ist. Der Perseuskrieg, der dritte makedonische Krieg, der dann 167 mit der Schlacht von Pydna endet, der ist asymmetrischer als der zweite makedonische Krieg und auch als der Antiochos-Krieg, aber er wird mit einem höheren Ressourceneinsatz geführt, sowohl durch Perseus wie auch durch die Römer. Also insofern nähert er sich der Totalität etwas stärker an als die anderen makedonischen Kriege und auch der Antiochos-Krieg. So, damit sind wir schon beim zweiten Kapitel. Wir wollen uns jetzt dieses Jahr 168, die Niederlage Philipps bei Pydna, entsprechend der römische Sieg, und den Tag von Eleusis näher anschauen. Ganz kurz die Mächtekonstellation in dieser Phase. Wir haben also hier Rom als italische Landmacht, Karthago, das ist hier jetzt, das ist nicht genau zutreffend für das Jahr 168. Karthago müssen wir halt, uns halt ohne die großen Inseln, ohne Sizilien hier vorstellen. Aber ansonsten stimmt es ziemlich genau. Wir haben Makedonien, wir haben das große Seleukidenreich, wir haben das Ptolemäerreich. Und 168 vor Christus wird die Schlacht von Pydna geschlagen, hier im Norden von Griechenland, beziehungsweise in Thessalien, zwischen Philipp dem Fünften, zwischen Perseus von Makedonien und den Römern. Und diese Schlacht von Pydna, die dann das Ende des Krieges besiegelt, die beschreibt uns Livius zusammenfassend im 44. Buch. Es trifft zweifellos zu, dass von den Römern niemals in einer einzigen Schlacht so viele Makedonen getötet worden sind. Erschlagen wurden nämlich ungefähr 20.000 Mann, ungefähr 6.000, die vom Schlachtfeld nach Pydna geflohen waren, gerieten lebend in ihre Gewalt und 5.000 Mann wurden beim Umherirren auf der Flucht gefangen. Von den Siegern fielen nicht mehr als 100 und von denen waren der weitaus größte Teil Paeligna. Verwundet wurden erheblich mehr. Wenn man aber eher angefangen hätte zu kämpfen, sodass für den Sieger noch genug vom Tag übrig geblieben wäre, wären alle Truppen vernichtet worden. Jetzt schützte die heraufziehende Nacht die Fliehenden und nahm den Römern die Lust zur Verfolgung in dem unbekannten Gelände. Diese Schlacht hatte sich entwickelt nach einer langen Phase des Abwartens und Belauerns. Die makedonische Phalanx des Perseus und die Römer hatten sich längere Zeit gegenübergelegen. Dann durch ein taktisches Manöver des römischen Feldherrn Aemilius Paulus, dann später Makedonicus, da bewegt sich Perseus aus seinen relativ gut gesicherten Stellungen, wo er eigentlich unangreifbar ist, und da schlagen die Römer zu und siegen über diese seit den Tagen Alexanders des Großen hochgelobte makedonische Phalanx. Das ist also ein bedeutender Sieg. Er verschafft dem Feldherrn Lucius Aemilius Paulus Makedonicus eben größten Ruhm. Wir werden gleich uns noch den Triumphzug dieses Feldherrn anschauen. Der ist also präzedenzlos.
Dieser Lucius Aemilius Paulus Macedonicus ist der Sohn eines anderen Lucius Aemilius Paulus, nämlich des Paulus, der im Zweiten Punischen Krieg, im Hannibalkrieg 216 Konsul war und als einer der beiden Konsuln die Schlacht bei Cannae verloren hat. Und er ist auch der Konsul gewesen, der auf dem Schlachtfeld geblieben ist, der dort gefallen ist. Also insofern hier. Der Sohn macht hier also praktisch wetzt die Scharte des Vaters sozusagen aus. Er ist 229 zur Welt gekommen, eben als Sohn des Lucius Aemilius Paulus, der 216 Konsul war. 185 vor Christus kommt der Sohn des ebenfalls der gleichnamige Sohn Publius zur Welt. Das wird der spätere Publius Cornelius Scipio Aemilianus. Der wird nämlich adoptiert vom Sohn des Publius Cornelius Scipio Africanus. Das ist jemand, der körperlich eingeschränkt ist, kränkelnd ist, deswegen selber keine politische Karriere macht und vor allem keine Söhne hat. Und damit die Familie Scipio eben weiter in der römischen Politik mitmischen kann, deswegen adoptiert dieser Sohn des Scipio Africanus dann den Sohn des Aemilius Paulus Macedonicus. Und der wird aus, also so wird aus Publius Aemilius Paulus, wird dann Publius Cornelius Scipio Aemilianus. Das ist das römische Verfahren. Man erhält den Namen des Adoptivvaters und hängt da den eigenen Namen mit dem Suffix Anus dran. Das kennzeichnet also die Adoption. Und dieser Publius Cornelius Scipio Aemilianus wird dann eben der große Sieger über Karthago im Dritten Punischen Krieg und auch er bekommt den Beinamen Africanus wie sein Adoptivgroßvater. 182 vor Christus, wir sind jetzt also wieder bei Lucius Aemilius Paulus Macedonicus, bekleidet er seinen ersten Konsulat und wird danach Prokonsul in Ligurien. Es finden Kämpfe immer noch in Norditalien mit ligurischen und keltischen Stämmen statt, die letzten überhaupt und Aemilius Paulus ist also einer derjenigen, die dort als Konsul mitmischen. 168 vor Christus, also 14 Jahre später, bekleidet er dann seinen zweiten Konsulat und erhält während des Konsulats ein Kommando in Makedonien. Eben gegen Perso ist das prestigeträchtigste Kommando natürlich der Zeit. 167 vor Christus kann er dann nach dem Sieg bei Pydna einen spektakulären Triumphzug nach erstmal nach kontroverser Debatte in der Volksversammlung in Rom feiern. Es wird erstmal debattiert, ob überhaupt es einen Triumphzug geben soll oder nicht. Und am Ende setzt sich einmütig, also alle Zenturien stimmen dafür, setzt sich einmütig die Meinung durch, ja, es soll einen Triumphzug geben. Der fällt eben extrem prächtig aus. 164 vor Christus wird er dann noch zum Zensor gewählt. Damit ist er also dann wirklich im engsten Kreis auch des Machtzirkels der römischen Nobilität angekommen. Jetzt mehr Ehre geht eigentlich gar nicht mehr. Und 160 vor Christus stirbt er dann auch bereits praktisch auf dem Höhepunkt im Zenit seines Ruhms. Diesen Triumphzug beschreibt Plutarch, der dem Aemilius Paulus eine seiner Parallelviten gewidmet hat. Sie wissen, Plutarch hat als Philosoph, der er ist an der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert nach Christus schreibt, also aus gehörigem Abstand hier, hat eine Serie von Parallelviten von berühmten Griechen und Römern verfasst und eine dieser Viten gilt eben dem Aemilius Paulus. Und er beschreibt im Detail diesen Triumphzug, weil er eben besonders eindrücklich war und weil er eigentlich auch ohne Vorbild dastand, also so einen prächtigen Triumphzug hatte es vorher noch nicht gegeben. Und ich lese Ihnen jetzt nur einen Auszug aus dieser Schilderung, der ist schon lang genug. 3 Tage wurden für den Triumphzug reserviert, schreibt Plutarch. Der erste reichte kaum für die zur Schaustellung der erbeuteten Statuen, Gemälde und Kolossalfiguren, die auf 150 Wagen transportiert wurden. Am zweiten Tag wurden die schönsten und luxuriösesten der makedonischen Waffen auf Wagen durch die Straßen gefahren. Die Waffen glänzten vor frisch polierter Bronze und Stahl.
Sie waren so arrangiert, dass sie so aussahen, als wären sie aufs Geratewohl in Haufen abgelegt worden. Helme lagen auf Schilden und Brustpanzer auf Beinschienen, während kretische Zielscheiben und thrakische Korbschilde und Köcher mit Zaumzeug vermischt waren. Daraus ragten blanke Schwerter und makedonische Sarissen hervor. Sarissen sind also diese langen Lanzen, die die Hopliten der makedonischen Phalanx tragen, die über 5 Meter lang waren und ihre Gegner, also auf, mit der man Gegner aus großem Abstand bekämpfen konnte. Sie sehen, also hier, das wird jetzt alles durch das Stadtzentrum von Rom gefahren. Sie müssen sich das vorstellen, der Triumphator fährt natürlich mit in diesem Triumphzug auf seinem Streitwagen. Hinter ihm steht ein Sklave, der hält den Lorbeerkranz über ihn und flüstert ihm ständig ins Ohr, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Das ist sozusagen der Höhepunkt im Leben jedes römischen Aristokraten, wenn man einen Triumph feiern kann. Das ist natürlich nur wenigen vergönnt. Und hier, der fällt eben ganz besonders prächtig aus. Die Masse der Beute ist halt auch riesig. Und hier die Waffen, die werden eben als erstes jetzt quer durch Rom gefahren am ersten Tag. Alles war so lose gepackt, dass die Waffen gegeneinander klirrten, als würden sie getragen. Der Klang war rau und schreckenerregend und der Anblick machte Furcht, obwohl es sich um Beute von einem besiegten Feind handelte. Auf die Wagen, die mit Waffen beladen waren, folgten 3000 Mann, die gemünztes Silber in 750 Gefäßen trugen, von denen jedes 3 Talente enthielt und von 4 Mann getragen wurde, während weitere Männer Mischgefäße aus Silber, Trinkhörner, Schalen und Tassen trugen. Alles war für die zur Schaustellung wohl arrangiert und ragte durch seine Größe und die Tiefe der getriebenen Ornamente heraus. Also hier Qualität und Quantität wird betont. 700 Gefäße mit je 3 Talenten Silber. Das macht also 2250 Talente Silber. Eine riesige Masse an Edelmetall, das hier als Beute durch diesen Krieg erwirtschaftet wurde. Am dritten Tag, sobald es Morgen wurde, führten Trompeter den Zug an. Sie spielten keine Märsche oder Prozessionslieder, sondern die Klänge, mit denen die Römer zum Kampf bliesen. Danach kamen 120 stallgemästete Ochsen mit vergoldeten Hörnern, die mit Riemchen und Girlanden geschmückt waren. Junge Männer mit schön gebordeten Schürzen führten diese Tiere zum Opfer und Knaben mit Gold- und Silbergefäßen für Trankopfer begleiteten sie. Dann kamen die Träger des gemünzten Goldes, das wie das Silber auf Gefäße verteilt war, die 3 Talente fassten. Und an der Zahl 80 fehlten nur 3 Gefäße. Danach folgten die Träger der geweihten Schale, die Emilius aus 10 Talenten Gold hatte herstellen und mit Edelsteinen verzieren lassen. Also hier unglaubliche Werte und eine unglaubliche Zahl von Opfertieren, 120 Ochsen werden hier geschlachtet für das Dankopfer auf dem Höhepunkt dieses Triumphzugs. Denn es ist selbstverständlich auch eine religiöse Veranstaltung. Darauf folgten die mit den Schalen, die antigonidischen und seleukidischen und theakleischen genannt werden. Theakles ist ein Bildhauer gewesen, zusammen mit dem gesamten Gold vom Tisch des Perseus. Ihnen folgten der Wagen des Perseus, der seine Waffen trug, auf denen sein Diadem ruhte. Dann, nach kurzer Pause, kamen die Kinder des Königs, die als Sklaven geführt wurden. Und mit ihnen eine Schar Ammen, Lehrer und Erzieher, alle in Tränen, die Hände um Gnade bittend gegen die Zuschauer ausstreckend. Schließlich, es liefen dort 2 Knaben und ein Mädchen. Ihnen war das Ausmaß ihrer Lage wegen ihres zarten Alters nicht bewusst. Deshalb riefen sie noch mehr Mitleid hervor in Anbetracht der Zeit, da ihr Unwissen nachlassen würde, sodass Perseus nahezu unbeachtet daherlief, während die Römer bewegt vom Mitgefühl ihre Blicke auf seine Kinder geheftet hielten. Und viele vergossen Tränen, und für alle mischte sich Schmerz in das Vergnügen, welches das Spektakel bereitete, bis die Kinder vorübergegangen waren. Also es ist auch etwas so zum Gruseln und zum Mitleid haben. Es ist ein Fest der Emotionen, dieser Triumphzug. Hinter den Kindern und dem Zug ihrer Diener schritt Perseus selbst, gekleidet in einen dunklen Umhang und die hohen Stiefel seines Landes tragend. Aber die Größe seiner Übel ließ ihn aussehen wie jemand, der völlig verblüfft und perplex ist.
Auch er wurde von Freunden und Gefährten begleitet, deren Gesichter schwer vor Trauer waren und deren tränenverhangener Blick, der ständig auf Perseus gerichtet war, den Zuschauern zu verstehen gab, dass es sein Unglück war, das sie betrauerten und dass ihr eigenes Unglück sie am wenigsten bekümmerte. Also jetzt kommt hier die zentrale Figur, Perseus, der bei den Zuschauern jetzt gar nicht der große Star des Triumphzugs ist, aber die Schilderung hier bei Plutarch sehr eindrücklich, der dunkle Umhang, die hohen Stiefel und das Gesicht, das Erstaunen zeigt und dann die Entourage, die gar nicht ihr eigenes Schicksal betrauert, sondern das des Königs. Und doch hatte Perseus zu Emilius geschickt, um zu bitten, er möge nicht bei dem Zug mitgeführt und aus dem Triumph ausgespart werden. Emilius aber, der sich, wie es schien, über die Feigheit des Königs und darüber, wie er am Leben hing, lustig machte, sagte, dies wenigstens lag zuvor in seiner Macht und tut es auch jetzt noch, wenn er es denn wünscht. Womit er auf den Tod anspielte, den es der Entehrung vorzuziehen gelte. Dazu aber fehlte dem Feigling der Mut und er wurde durch wer weiß was für Hoffnungen schwach gemacht. So wurde er zum Teil seiner eigenen Beute. Das ist jetzt also der Philosoph Plutarch, der dem Ganzen eine moralische Dimension gibt. Es wäre besser gewesen, auch für Perseus besser gewesen, wenn er sich nach der Niederlage das Leben genommen hätte, statt zu versuchen zu fliehen und dann gefangen genommen wurde und jetzt im Triumphzug mitgeführt wurde. Das ist doch also eigentlich ein jammervolles Bild, das der Verlierer von Pydna hier abgibt. Jetzt nochmal ganz kurz zum zweiten großen Ereignis, 168 vor Christus, der Tag von Eleusis. Da prallt der König, der inzwischen neue König des Seleukidenreichs, Antiochos IV., auf eine Gesandtschaft der Römer, angeführt von dem Senator Popilius Lenas. Der Hintergrund ist folgender. Antiochos führt Krieg gegen das mit Rom verbündete Ptolemäerreich und er ist kurz davor, weil das Reich ist zerrissen in inneren Konflikten. Es gibt einen Kindkönig, der über wenig bis keine Akzeptanz in Ägypten verfügt. Also eigentlich könnte Ägypten eine leichte Beute für die Seleukiden sein. Und als er gerade dabei ist, jetzt in das Nildelta einzumarschieren und damit eigentlich die Herzkammer Ägyptens zu erobern, da stellt sich ihm nur diese Gesandtschaft aus ein paar römischen Senatoren entgegen und es kommt zum Tag von Eleusis. Und den Tag von Eleusis schildert uns Polybios als eines der zentralen Ereignisse seiner Darstellung im 39. Buch. Als der seleukidische König Antiochos IV. Epiphanes gegen Ptolemaios heranzog, um Pelusion zu besetzen, trat ihm der römische Gesandte Gaius Popilius Lenas in den Weg. Der König begrüßte ihn schon von Weitem durch lauten Zuruf und streckte ihm die Hand entgegen. Popilius aber reichte ihm die Schreibtafel, die er bereithielt und auf der Senatsbeschluss geschrieben stand, und hieß ihn zuerst das Schriftstück lesen, wie mir scheint, weil er ihm den Gruß als Zeichen der Freundschaft nicht eher zu bieten wünschte, als er sich von der Gesinnung des anderen überzeugt hatte, ob er Freund oder Feind sei. Als der König gelesen hatte, erklärte er seinen Freunden, das Schreiben mitteilen und sich mit ihnen über die neue Lage beraten zu wollen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Darauf tat Popilius etwas, was man nicht anders als hart und in höchstem Maße demütigend bezeichnen kann. Er zog mit einem Weinrebenstab, der ihm gerade zur Hand war, einen Kreis um Antiochos und hieß ihn in diesem Kreis seine Antwort auf den Senatsbeschluss erteilen. Der König, obwohl befremdet über dieses Ansinnen und die Anmaßung des römischen Gesandten, zögerte doch nur kurze Zeit und erwiderte dann, er werde alles tun, was die Römer von ihm verlangten. Jetzt ergriff Popilius seine Hand und er und seine Mitgesandten begrüßten Antiochos auf das Herzlichste. In dem Schreiben hatte gestanden, er solle auf der Stelle den Feldzug gegen Ptolemaios abbrechen und den Krieg beenden. Infolgedessen führte er innerhalb der ihm gesetzten Frist sein Heer nach Syrien zurück, mit Ingrimm und Widerstreben, jedoch jetzt der Not gehorchen. Also was passiert hier? Antiochos befindet sich im Begriff, Ägypten zu erobern. Ihm tritt die Gesandtschaft unter Führung des Popilius Lenas entgegen. Man überreicht ein Ultimatum des Senats, in dem gefordert wird, er soll sich sofort zurückziehen aus Ägypten. Dieses Ultimatum wird dem König überreicht und dann bittet der König um Bedenkzeit. Diese Bedenkzeit wird nicht gewährt. Er muss sich hier an Ort und Stelle entscheiden und
am Ende, Antiochos entscheidet sich, das Ultimatum anzunehmen, so zu handeln, wie der römische Senat das von ihm will. Er zieht sich aus Ägypten zurück, er klemmt sozusagen den Schwanz ein. Und das ist eine hochgradig signifikante Episode, weil hier dem Antiochos ja überhaupt kein römisches Heer gegenübersteht. Antiochos befindet sich in der Begleitung eines gigantischen Heeres und ihm stehen 4 oder 5 Senatoren gegenüber und das nächste römische Heer befindet sich vermutlich irgendwo in Griechenland, also hunderte von Kilometern entfernt. Es ist es ist sozusagen nur das Symbol der römischen Macht präsent, diese paar Senatoren, aber es ist kein einziger römischer Legionär in Reichweite. Und trotzdem, Antiochos kommt dem Ultimatum nach und zieht sich aus Ägypten zurück. Wenn man das erklären will, was hier geschieht, dann empfiehlt sich der Rückgriff auf ein Werk eines Soziologen, Heinrich Popitz, Soziologe in Freiburg und ein Schüler unter anderem von Carl Schmitt, Staatsrechtler und ebenfalls ein Analyst von Macht, wenn man so will. Heinrich Popitz hat 1986 ein kleines Büchlein geschrieben, Phänomene der Macht. Das ist eine der besten Auseinandersetzungen mit dem Problem Macht überhaupt. Es hilft sehr, sehr zum Verständnis solcher Prozesse wie dem, was dort am Tag von Eleusis abgeht. Popitz unterscheidet 4 Typen oder man könnte auch sagen 4 Aggregatzustände von Macht, die sich sukzessive immer weiter verdichten. Das erste ist Aktionsmacht. Das zweite nennt er instrumentelle Macht. Wir kommen gleich dazu, was das bedeutet. Das dritte nennt er autoritative Macht und den vierten Aggregatzustand datensetzende Macht. Jetzt gucken wir mal, was das jeweils ist. Also Aktionsmacht ist begründet in der Verletzungsfähigkeit und Verletzbarkeit von Menschen. Also dass wir anderen Verletzungen zufügen können und selbst verletzt werden können. Sie fußt in der Regel auf nackter physischer Gewalt, aber nicht nur, sondern auch zum Teil auf der Vernichtung der sozialen Person, könnte man sagen, etwa durch Pranger, Mobbing, Shitstorms und so weiter. Also auch das ist Aktionsmacht. Sie bezieht sich auf den ganzen Menschen und zielt nicht grundsätzlich darauf ab, das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Kann aber schon so sein. Ich kann etwa einfach Aktionsmacht anwenden, um Rache zu üben, oder ich kann Aktionsmacht anwenden, um nicht das Verhalten meines Gegners irgendwie zu manipulieren, sondern um meinen Gegner total zu vernichten. Also auch das wäre Aktionsmacht. Instrumentelle Macht geht von der Zukunftsorientiertheit von Menschen und ihrem Handeln aus, sagt Popitz. Also wir blicken in die Zukunft und deswegen sind wir offen für Manipulationsversuche von anderen. Instrumentelle Macht ist die Macht des Drohens und Belohnens, beziehungsweise des Versprechens und des Entzugs von Belohnung. Also wenn ich jemandem sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche begegne, ja, das ist die klassische instrumentelle Macht. Das reicht also, statt dass ich Gewalt anwende, reicht es, dass ich sie androhe. Oder ich verspreche, es steht in meiner Macht, Belohnungen zu verteilen. Und auch so kann ich das Verhalten von Menschen manipulieren. Letztendlich zielt instrumentelle Macht auf die Erzwingung konformen Verhaltens ab. Der andere soll sich so verhalten, wie ich das will. Und sie spart im Vergleich zur Aktionsmacht die Kosten der Durchsetzung. Das leuchtet unmittelbar ein, während ich bei Aktionsmacht, wenn ich jemanden anderen, wenn ich wenn ich den physisch strafen möchte oder wenn ich physisch ihn vernichten möchte, dann muss ich Gewalt einsetzen. Gewalt kostet Kraft oder Geld oder Ressourcen in jeder Beziehung. Und wenn ich einfach nur drohen muss, dann spare ich mir die Ressourcen, die Durchsetzung der Aktionsmacht kostet. Die dritte Stufe oder der dritte Aggregatzustand, wenn sich Macht dann noch weiter verfestigt, dann entsteht autoritative Macht. Autoritative Macht gründet auf der, sagt Popitz, auf der Maßstabs- und Anerkennungsbedürftigkeit von Menschen. Also sie suchen nach
Regeln und nach Anerkennung für ihr Verhalten. Sie fußt auf Autorität und der Autoritätsabhängige bezieht sein Selbstwertgefühl aus der Anerkennung der Autorität und ist dann dadurch gefesselt an die Autoritätsbeziehung zu einer anderen Person. Man wird also, man könnte das so formulieren, man wird also einer anderen Person hörig. Und das gilt natürlich auch nicht nur für Personen, das gilt auch für Staaten. Oder es gilt auch in der Politik, wenn eine Figur über so viel Autorität verfügt, dass alle anderen zu ihr aufblicken und sie zum Maßstab ihres Handelns nehmen, dann sind der Manipulation Tor und Tür geöffnet. Autoritative Macht beeinflusst nicht nur Verhalten, sondern auch Werte und Normvorstellungen derjenigen, die abhängig sind von der Autorität. Also ich kann damit im Grunde genommen den Gefühlshaushalt und auch die Einstellung, ästhetisches Empfinden, alles Mögliche kann ich manipulieren, wenn ich über autoritative Macht verfüge. Schließlich die vierte Form von Macht und der vierte Aggregatzustand ist die datensetzende Macht. Sie ist in der Bestimmtheit des Menschen durch Technik bedient. Das ist also so, dadurch, dass wir alle als menschliche Wesen rein körperlich defizitär sind, sagt Popitz, dadurch hängen wir von Technik ab und wer diese Technik kontrolliert, wer sie einsetzen kann, wer sie herstellt, wer sie macht und wer über ihre Herstellung und ihren Einsatz befindet, der verfügt eben über datensetzende Macht. Und technisches Handeln ist deswegen mit Machtausübung verbunden. Über Macht verfügt etwa der Architekt oder Stadtplaner, der über den Raum, den er gestalten kann, das Verhalten von Menschen manipulieren kann. Also wenn ich irgendwo eine Straße baue, dann verfüge ich insofern über datensetzende Macht, weil ich den Menschen eben dann erlaube, dort lang zu gehen oder zu fahren. Und wenn ich quer über die Straße eine Mauer ziehe und verhindere, dass die Menschen dort durchgehen, dann ist auch das datensetzende Macht. Wenn wir jetzt unsere vier Machtformen uns anschauen, Aktionsmacht, instrumentelle Macht, autoritative Macht, datensetzende Macht, dann ist der dritte makedonische Krieg, der Perseuskrieg, der ist noch ganz klar im Bereich von Aktionsmacht angesiedelt. Also da müssen die Römer massiv Gewalt anwenden, physische Gewalt anwenden in Form ihrer Legionen, die zum Kriegsschauplatz marschieren und sich dann mit der makedonischen Phalanx eine Schlacht liefern, die Schlacht von Pydna. Dieses 168 vor Christus ist also im Bereich Aktionsmacht. Hier hat sich römische Macht noch nicht so weit verfestigt, dass sie instrumentell ist. Das Drohen und die Macht des Drohens und Belohnens, die ist hier noch nicht gegeben. Also man kann Perseus nicht zu konformem Verhalten zwingen, indem man einfach droht oder Belohnungen ausspricht. Bei den Griechen ist das was anderes. Da ist die Macht tatsächlich schon instrumentell geworden, aber noch nicht im Fall von Makedonien. Der Tag von Eleusis, der ist jetzt aber in einer ganz anderen Sphäre angesiedelt. Das ist wirklich die Reinform von instrumenteller Macht. Da marschieren ein paar römische Senatoren auf und sie bringen den König, der ja auch sozusagen dem sozialen Rang nach meilenweit über diesen Senatoren steht. Er ist ein König, trägt ein Diadem, er hat die Macht auf Dauer abonniert. Die Senatoren sind sozusagen nur Stellvertreter ihrer Respublika. Aber vor allem, sie haben keine Aktionsmacht vor Ort. Es gibt keine römische Legion, die dort hätte eingreifen können. Und trotzdem schaffen sie es, Antiochos, den mächtigen König des Seleukidenreiches, in seine Schranken zu weisen. Also insofern, dieses 168 von Eleusis symbolisiert geradezu das Kippen römischer Aktionsmacht in instrumentelle Macht. Und wir können dann weiter beobachten, wie sukzessive sich auch diese instrumentelle Macht im römischen Imperium in autoritative Macht verfestigt. Die Verfestigung zu autoritativer Macht, das verbinden wir mit dem, was der Politikwissenschaftler Michael Doyle die augusteische Schwelle genannt hat. Also ab dem Ende der Republik, ab dem Beginn der römischen Kaiserzeit mit Augustus, müssen eigentlich die Römer noch nicht mal mehr instrumentelle Macht anwenden, um ihre Untertanen bei der Stange zu halten, sondern
die Autorität Roms und des römischen Kaisers ist so weit akzeptiert, bis auf wenige Ausnahmen, Judäa wäre so eine Ausnahme, Germanien wäre so eine Ausnahme, dass man einfach gerne zum Römischen Reich gehört, dass man die römischen Begriffe und Kategorien und Wertesysteme, dass man die zu seinen eigenen macht. Das ist sozusagen das klassische Ausüben von autoritativer Macht. Dieses Umkippen instrumenteller in autoritative Macht, das steht aber zu diesem Zeitpunkt noch bevor. Hier mit Eleusis greifen wir das Umkippen von Aktionsmacht in instrumentelle Macht. Zum Abschluss ein wenig Literatur über die Epoche als theoretischen Hintergrund. Heinrich Popitz, Phänomene der Macht, das habe ich Ihnen schon genannt. Über Lucius Aemilius Paulus gibt es einen schönen Beitrag von Egon Fleig. In dem schon mehrfach erwähnten Band von Karl Joachim und Elke Steinhölkeskamp von Romulus zu Augustus, große Gestalten der Römischen Republik. Hier also Lucius Aemilius Paulus, militärischer Ruhm und familiäre Glücklosigkeit von Egon Fleig. Dann habe ich bei der letzten Sitzung, glaube ich, auch schon empfohlen, Eric S. Groen, tatsächlich ein entscheidender, sehr dickleibiger Band, The Hellenistic World and the Coming of Rome, beschreibt sehr gut diesen Prozess des allmählichen Umkippens von Aktionsmacht in instrumentelle Macht sozusagen, ohne dass diese Begriffe hier fallen. Aber eine sehr genaue, kleinschrittige Analyse des Fußfassens Rom in der hellenistischen Welt. Dann zu Antiochos dem IV. Epiphanes und auch zum Tag von Eleusis, Peter Franz Mittag, eine Biografie des Antiochos. Für ihn ist dieser Bericht des Polybios stark literarisch überformt. Er spitzt das also etwas zu, um tatsächlich dieses Jahr 168, 167 zum großen Wendepunkt, zur großen Zäsur der Geschichte hier zu machen. Das mag so sein. Trotzdem ist das Ereignis an sich eigentlich nicht zu bezweifeln, selbst wenn es vielleicht nicht so bühnenreif war, wie von Polybios hier dargestellt. Und dass sich hier Antiochos der instrumentellen Macht Roms beugt, daran kann kein Zweifel bestehen. Über den Tag von Eleusis, eine andere Analyse in der Zeitschrift Historia von Gwyn Morgan, The Perils of Schematism, Polybius, Antiochos, Epiphanes and the Day of Eleusis. Also auch hier eine Analyse des Textes bei Polybios, der sich kritisch mit der Darstellung des griechischen Historikers auseinandersetzt. Und über Antiochos weiterhin ein etwas größerer Rahmen, Benjamin Skolnitsch, Reading Backwards, Antiochos IV and His Relationship with Rome, in einem Band von Altay Koshkun und David Engels, Rome and the Seleucid East, Selected Papers from Seleucid Study Day 5 in Brussels 2015. Und wenn Sie was von mir lesen wollen, ein kleiner Aufsatz, in dem ich diese popistischen Kategorien von Macht versuche tatsächlich für dieses Zeitalter fruchtbar zu machen. Sie ergreifen das Zepter über Land und Meer, römische Herrschaft im hellenistischen Osten als Paradigma der Macht in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Sie können das von meiner Website runterladen, wenn es Sie interessiert. Damit bin ich am Ende. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, sage Tschüss und auf Wiedersehen und wir sehen uns dann wieder im neuen Jahr.